Soll ich meine Vaterschublade noch öffnen oder Ja, sollen wir bitte das öffne verlegen? noch, komm, Ja. wir Ja. machen es rund mit der Vaterschublade. Gut. Es gibt ja hier den Running Gag, dass mein Vater nicht zu Hause gewesen sein soll und abgehauen ist. Und irgendwann habe ich es mal in einem Video eingebaut und das Ganze hat Wellen geschlagen, dass in gefühlt jedem Video muss ich mindestens 8 Jokes darüber rausschneiden. Einen lasse ich drin, wie mein Vater abgehauen wird oder mein Vater Ist eine irgendwo Auswahl, gesehen die ich wird. dir auch darbiete. Ja, Ist eine genau. Auswahl in der Produktion. Das ist ja nicht, dass ich es pushen will, aber man kann ja auch eine Auswahl liefern, damit du gucken kannst, wo Ja. dein Vater im besten Fall geflohen ist. Ja. Dafür brauche ich die meiste Zeit in meiner Recherche vorher beim Ja. Skripten, mir ständig neue Sachen auszudenken mit Ja. Freddy zusammen, wo Dustins Vater Also dieses ich Mal wieder stecken habe könnte. beim Alchemistenkeller, das Ja. Video, was bald kommt, habe ich drauf gewartet eigentlich, als dieser Typ, diese Puppe in dieser Ecke saß, dass das nicht mein Vater ist, aber Hä, doch, guck mal, B-Roll mit Ton. guck mal, B-Roll mit Ton, Oh, ja. ja, da muss ich jetzt nochmal an den Rohschnitt Ja. ran, Ich habe leider. sogar auch eine Story gemacht. Echt? Ja. Sorry. Für deinen Vater. Wir haben ja Okay, Kontakt mit dann. dem. Gut, dass du Ja, meine dann. Storys mit Ton hörst. Naja, perfekt. Sorry. Auf jeden Fall war dann natürlich irgendwann klar, mein Vater wird irgendwann eins der Videos sehen, wo das passiert. Und ja, letztens ist dieser Tag gekommen und da war ich gerade am Tanken mit meinem kaputten Auto, was da noch nicht kaputt war. Das waren noch Zeiten. Und Da hatte ich auch noch eine Waschmaschine. ja, und dann habe ich halt eine WhatsApp-Nachricht bekommen von meinem Vater, wo drin stand: Ich habe das Rammstein-Video gesehen. Papa ist wieder zurück und ein Smiley. Und das war mir so unangenehm, weil ich wusste nicht genau, wie er es auffasst. Aber eigentlich ist mein Vater bei sowas sehr entspannt. Und dann habe ich ihn auch danach angerufen und er meinte, er hat auch das Phantasialand-Video gesehen und dachte so: Warum reden die alle über mich? Aber mein Vater war in dem Moment auch ein richtiger Boomer, weil er wollte mir eigentlich auch noch ein Bild gleichzeitig dazu schicken. Ich habe ihm die Schürze geschenkt vom letzten Ah. Merch und hat dann noch ein Bild, wie er die Schürze anhatte. Oh, süß. Und das kam dann aber erst 3 Tage später, als er gemerkt hat, dass er es nicht mitgeschickt hat. Dass er nicht im WLAN war. Dass Oh er so schnell nein. wieder aus dem WLAN raus, damit ihm keiner Ja. die Daten klaut vom Handy. Ja, der hat so einen Anschluss extra mit Modem dann am Ja, Handy. unten so ein Bieb, Lightning-Anschluss mit dem bieb, Modem. Jetzt haben wir hart Netz. bieb. Ja, aber Ach, dann Mensch. habe ich meinen Vater auch besucht noch danach und Das erste Mal seit Jahren. also Dafür sind wir da. Mission ja. Waffel. Ist ja so, wie Vermisst. du es dir immer gewünscht hast. Ja. Der Geruch war immer noch genau der gleiche nach Oh. Marlboro Gold. Naja, aber da hat sich dann rausgestellt, dass mein Bruder guckt wohl häufiger mal. Der hat uns über TikTok Ja, ist gefunden. wirklich so. Ja, er hat irgendwann die TikToks angezeigt bekommen und dann hat er, glaube ich, ein bisschen mehr geguckt und dann hat er einfach mal so eine Auswahl an meinen Vater rübergeschickt und er guckt jetzt immer auf den Thumbnails, auf welchem ich zu sehen bin. Er Das weiß ja, heißt, dass wir einfach rüber ein Podcast hier reinschneiden, bist. meine Fresse, dass wir immer Ja. ein View mehr bekommen. Ja, am Podcast weiß er nicht, deswegen, das ist noch so unser Safe Space, Ah, glaube ich, okay. hoffe ich. Okay. Aber wir laden auch auf TikTok hoch, die Best-of-Sachen, ne? Das Scheiße. könnte natürlich auch schief gehen, wenn dein Bruder sich da austobt. Ist mir aber auch schon passiert. Also seitdem wir dieses Jahr dieses Instagram- und TikTok-Thema noch damit aufgenommen haben, habe ich auch, dir habe ich es, glaube ich, erzählt, ne? Ich bin essen gegangen in Mönchengladbach. Dann bin ich in ein Restaurant rein und der Kellner meinte, ich meinte, habt ihr noch einen Tisch? Sorry, wir haben reserviert gehabt, aber wir sind jetzt 45 Minuten zu spät, richtig asozial. Und wir haben halt gesehen, dass auf der zweiten Etage Tische frei sind, ich und mein kleiner Bruder. Und dann meint er so, ne, wir haben nichts mehr frei. Dann meinte ich, oh shit, ist alles wirklich reserviert? Sorry wegen der Verspätung. Und dann meint er, nein, das ist natürlich Quatsch. Für den Menschen mit den besten Instagram-Kochvideos haben wir natürlich immer einen Platz frei. Das ist auch so ein weirder Ups. Und danach haben wir nie Vibe. wieder darüber gesprochen, den ganzen Abend. Das war so richtig unangenehm und der hat uns auch nicht bedient, sondern jemand anders. Also war, glaube ich, übel nett gemeint, aber ich habe noch nie gehört, dass mich jemand nur kennt wegen Du bist doch Instagram-Videos. der von Facebook. Ich bin doch der von Facebook, ich mit dem Schäferhund-Profilbild. Wollt ihr mal von einem guten Kollegen von mir die Nazi-Briefmarkensammlung sehen? Es ist wieder Briefkartenmontag. Wuff, wuff. Du hast auch damals. Mit anderen Menschen kann man ja nicht vertrauen, aber Hunde, ne? Die haben nur Werte. Du hast damals auch einen offenen Brief an Angela Merkel geschrieben, ne? Ja, Monika Merkel, die Schwester, die kennt keiner.